Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum ersten ETS-2-Part hier im neuen Jahr. Unfassbar lang ist es her. Wir sind hier in Köln, es schneit gerade nicht mehr. Bis vor ein paar Minuten hat es geschneit. Da wollte ich eigentlich Aufnahmen starten und jetzt hat es gerade aufgehört. Dafür haben wir ein bisschen Pulverschnee rumliegen. Sieht doch auch schön aus, oder? So, welchen Mod ich verwende, schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Holt ihn euch, es sieht fantastisch aus. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, losfahren. Wir gucken uns den ersten Auftrag in diesem Jahr an, hier in Köln. Mit unserem eigenen LKW werden wir fahren. Ja, nehmen wir doch direkt einen 36 Tonnen schweren Kranwagen, oder? Warum nicht? Auf nach Niederlande, auf nach Rotterdam. Sehr schön, ich freue mich. Okay. Wir fahren los. So, wenn alles funktioniert, haben wir verschiedene Physik Eigenschaften. Biege nach links ab. Das heißt, wir können wegrutschen und alles Mögliche. Links halten und dann links ab. Ein bisschen habe ich es gerade an der Beschleunigung gemerkt, dass es doch ein bisschen träger ist. Beziehungsweise die Reifen hier und da durchrutschen. Wir machen mal eine Vollbremsung. Was geht? Alles gut. Alles ist in bester Ordnung. Noch. Dazu muss ich sagen, dass ich auch die Winterbereifung drauf habe. Wie du vielleicht als Zuschauer auch sehen kannst, haben wir Winterschlappen drauf, hinten auch. Und die Fahrzeuge, also die KI-Fahrzeuge ebenfalls. Da kommt auch schon die erste Frage. Streamst du gleich ETS 2? Nein. Ich streame nicht, ich mache eine Aufnahme. Ich muss die Benachrichtigung mal ausmachen. Hier unterschreiben die Leute dann immer noch. So. Sehr schön. Hier endet es. Oh, weia. Ja, man merkt doch den Bremswegunterschied. Und das noch ohne Fracht, ne? Also mit Fracht wird es, glaube ich, gleich lustig. Erst recht, wenn wir, wie gesagt, 36 Tonnen hinten dran haben. Wir nehmen... Haben wir einen Schwarzmüller zur Verfügung? Ich denke nicht. Nein, ist nicht schlimm, dann nehmen wir diesen hier, der sieht schön aus. Den Tiefbett in knallig rot. Auf geht's. Ja, immer noch annehmen. Ist okay. Schafft der Scania schon. Wenn nicht, werden wir es merken. Hier auf dem Gelände ist nicht so viel Schnee, das ist auch gut so. Hier wurde ordentlich geräumt. Vorsichtig. Sehr gut. Ja, Scania kommt gut damit zurecht. Ich hatte gerade meine kleinen Bedenken, ob wir es hier überhaupt rausschaffen bei 36 Tonnen und diesen Wetterverhältnissen, aber... Wow, 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 wow. Okay, gut. Ist ein bisschen rutschig. Macht aber nichts. Halt! Solange wir nicht schnell sind, ist es okay. Easy going, das schaffen wir. Ja, Leute. Links halten und dann links. Wie soll es auch anders sein? Ich habe Corona, ne? Schön. Gibt nichts Schöneres, als täglich manchmal 40 Grad Fieber zu haben und schlapp zu sein. Kaum noch Energie. Vorsichtig. Aber mir geht's gut. Von daher, das ist für mich immer persönlich das Wichtigste, dass es mir persönlich gut geht. Und dass es meiner Familie natürlich gut geht. Und denen geht es gut. Und das ist das Wichtigste aktuell. Boah, ist das lange her, dass wir ETS gefahren sind. Das letzte Mal, glaube ich, im Livestream. Oh, weia. Oh, scheiß Idee. Ah, komm schon. Boah, der Weetada hat's. Habt ihr den gerade gehört? Wie der zu kämpfen gehabt hat? Aber er hat funktioniert. Das ist das Wichtige. Der Scania Weetada gibt nicht auf. Das steht fest. So, Vollgas. Auf die Hoffnung, dass wir hier hochkommen.
Boah, es sieht wunderschön aus im Schnee. Manche Gebiete in der Eifel sehen jetzt so aus, Leute. Und ich bin froh, dass der Mod aktuell zumindest keine Komplikationen verursacht mit der Pro-Mods. Es könnte nur sein, dass ich einige Dinge vielleicht wie heißt es denn jetzt? Nach oben schieben muss, um die Priorität zu erhöhen. So war das. Mein Gott, schwieriges Wort hier. Ich denke aber, die Fahrt bis zur Niederlande wird problemlos verlaufen. Ja, doch. Wird funktionieren, definitiv. Bitte links halten. Tempomat schön gemütlich eingestellt. Der hinter mir, hoffentlich hat er gesehen, dass ich blinke. Ja. Ich glaube, er wollte rechts abbiegen und hat sich gedacht, komm, den überhole ich noch. Oh. Tja, im Schnee sollte man nicht zu schnell fahren, sonst hält einem die Polizei an, denke ich mal. Sehr gut. Richtig so. Weg mit den Verkehrssündern. Wisst ihr, ich bin seit dem 18. nicht mehr draußen, Leute. Dann tut ETS 2 fahren richtig gut, wenn man dann ein bisschen Umgebung hat. Man kann sich die Umgebung vorstellen, wo man gerade fährt. Ich meine, Köln ist fast um die Ecke. Das tut auch gut. Wisst ihr? Kilometer noch nach Aachen. Schön, dass wir auch sichtbar auf der Karte zu finden sind, aber leider nicht. Die Ausfahrt rechts. Oh. Warum muss ich die Ausfahrt nehmen? Immer geradeaus. Wieso? Welchen Zweck hat die? Dass ich jetzt vielleicht abbremsen muss wegen dem LKW, der jetzt neben mir fährt. Sehr schön, ich fahre neben dir, Junge. Tut mir leid, mein Navi hat rumgesponnen. Da musst du mich wohl überholen. Macht er auch gnadenlos. Er blinkt aber links. Ich hoffe nicht, dass er mir reinfährt. Er fährt uns gnadenlos rein. Mann, Mann, Mann. So, Tempomat raus. Wir sind in den Niederlanden, soviel ich weiß. Das heißt, wir können 90 fahren. Ist noch ein bisschen schwerfällig. Was wir aber machen können, ist gerade mal ganz kurz die, wie heißt es, die Regenwahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir ein bisschen Schnee bekommen, oder? Was meint ihr? Regenwahrscheinlichkeit, fahren wir mal ein bisschen hoch hier, so. Ah ne, es ist, da ist die Regenwahrscheinlichkeit. Das ist okay so, das ist auch okay so. Ich glaube, Grafik hat sich in den Jahren, glaube ich, nicht selbstständig geändert, ist noch alles auf Ultra, sehr schön. Und hier dürfte auch nichts dazugekommen sein, hoffe ich zumindest. Sieht jetzt nicht danach aus. Rotationslenkradkamera, nein, passt, sehr schön. Wie gesagt, also ich bin sehr zufrieden mit dem Retarder, der hier verbaut ist, der seine Arbeit sehr gut macht. Alle Achtung. Hinten die Reifen sind ein bisschen weiß. Das sieht schon schön aus, muss ich sagen. Ich glaube, wenn ich den Mod ohne die Winterbereifung mache, wird es nicht so lustig. Ich glaube, da ist es vorprogrammiert zu rutschen. Auf der Bremse merkt man es immer noch sehr. Aber das ist nicht schlimm. Machen wir. Wir biegen rechts ab. Weil sie das möchten. Biege nach rechts ab. Die Schilder sind auch ein bisschen. Und dann rechts. Oh weia. Oh weia, ich habe gebremst, aber es passiert nichts. Okay. Alles gut gegangen. Alles ist gut. Kommt jetzt gerade auch keiner mehr. Optimal. Und jetzt wieder 90 erlaubt. Herrlich. Also als LKW-Fahrer bin ich ehrlich, finde ich die Straßen in Holland sehr schön. 90 km/h. Ich meine,
Die Autos da fahren ja auch nur 100, maximal 120 am Abend. Von daher finde ich das vollkommen okay so. Boah, der Retarder schafft das nicht mehr. Doch, er bremst ab. Er bremst. Er hat es geschafft. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Kann so ein Retarder eigentlich überhitzen? Kann die Motorbremse überhitzen? Oder die Getriebebremse? So, wir sind in der Provinz Limburg angekommen. Sehr schön. Schönes Fleckchen Erde. Also Holland, Leute, wer noch nicht da war, fahrt mal hin, fahrt mal ein paar Landstraßen ab. Es gibt eine wunderschöne Straße, die durch Holland und Belgien, glaube ich, führt. Das ist so ein Rundkurs. Wunderschön. Sind wir noch nicht gefahren, haben uns nur die Bilder angeguckt. Ich wollte diese Tour mal fahren, aber ja, ich weiß gar nicht mehr, warum es nicht dazu gekommen ist. Irgendwas hat uns gehindert. Irgendwas hindert uns immer, irgendwas zu tun. Dieses Jahr ist hoffentlich positiver im negativen Bereich als letztes Jahr. Bei positiv hieß letztes Jahr ja nichts Positives. Deswegen hoffe ich einfach, dass dieses Jahr positiver wird als letztes Jahr. Aber wirklich im positiven Bereich. So, alle verwirrt, sehr gut. Weiter geht die Fahrt. So, und wer es noch nicht getan hat, kann mir natürlich gerne ein Däumchen nach oben geben. Für diesen wunderschönen Scania zum Beispiel. Oder für meine wunderbaren Fahrkünste. Oder weil es was Positives ist. Wer es noch nicht getan hat, kann natürlich gerne ein Abo dalassen. Freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Und die Glocke aktivieren, Leute. Wer es noch nicht hat als Zuschauer, seit langjähriger Zuschauer, aktiviert die Glocke. Ihr verpasst so viele Livestreams, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin bis zum 7. noch eingesperrt. Das heißt, es werden bestimmt einige Livestreams kommen. Sehr wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren hier. Wir müssen auf die rechte Spur gehen. Und dann rechts halten. Rechts halten und dann rechts halten. Das heißt, wir bremsen mal ab. Was nicht so gut funktioniert. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir fahren noch richtig runter. Alles gut. Rechts halten. Alles ist gut. Alles gut gegangen. Biege nach rechts ab. Haben wir gemacht. Da waren noch die Schilder für Glatteis. Achtung, ne? Schön. Bitte links halten. Ach so, links halten jetzt. What the fuck? Was muss ich tun? Also nach Amsterdam-Rotterdam, ja? Gut, das war knapp. Hätte dem Navigationsgerät vielleicht ein Müh früher einfallen sollen, dass ich da mich links halten soll. Ach du Scheiße. Wie gesagt, Bremsen ist nicht so der Hit. Minus 3 Grad ist es übrigens gerade. Ähnlich ist die Temperatur auch in Aachen. Also wir haben zwar 2 Grad plus, aber gefühlt wie minus 1. Es ist kalt, ne? Also es ist wirklich kalt. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass nächste Woche endlich der Schnee fällt. Ich wünsche es halt nicht für mich, weil mir ist es egal, ich darf eh nicht raus. Aber für die Kids da draußen, die freuen sich immer so schön, wenn Schnee fällt. So, ich glaube, jetzt verlassen wir Belgien und betreten die Niederlande. Und somit sind nur 80 km/h erlaubt. Ich habe mich vertan, in Belgien ist 90, in Holland ist weiterhin 80. Durch diese ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen heutzutage, das ist echt gefährlich, irgendwo hinzufahren. Ich meine, wenn man nach Italien fährt, ist es denen scheißegal. Ihr habt gesehen, wie hoch ich die Regenwahrscheinlichkeit eingestellt habe, oder? Dass es immer noch nicht regnet, ist ein Weltwunder.
Aber auch schön rötlich jetzt der Schnee wieder leuchtet. Herrlich. Also, wie gesagt, wenn ihr den Mod haben wollt, unten in der Videobeschreibung habe ich ihn euch verlinkt. Ihr habt zwei Möglichkeiten, ihn runterzuladen. Möglichkeit 1, ihr zahlt einen US-Dollar dafür. Dann habt ihr direkt Fast Download und habt alles direkt als Paket runtergeladen. Oder ihr müsst halt Mod für Mod einzeln runterladen, mit Werbung inbegriffen. Und das dauert halt etwas länger, aber ihr spart euch den Euro. Aber den Euro, meiner Meinung nach, kann man einfügen. Mutig, mit einem Mustang im Schnee zu fahren. Und der nächste Verkehrssünder. Was war das da? Achso, es war ein Busch. Das sah aus wie so eine Kugel oder so. Nimm die Ausfahrt rechts. Nimm ich. Bin ich schon dabei. Und dann? Okay, geradeaus. Geht nicht anders. Alles gut. Aber es ist lange her, dass wir im Winter gefahren sind. Ist schön. Früher, also letztes Jahr, vorletztes Jahr, haben wir ja immer gesagt, hey, im Winter ist Pflicht, wir müssen mit Wintermod fahren, damit das Ganze realistisch aussieht. Und es gab eine gewisse Zeit, wo es eben keinen Wintermod gab, ne? Bitte links halten. Weil die Mods sich halt und beziehungsweise die Karten sich überschnitten haben. So, ich muss mal ganz kurz ein Sprachmemo von meiner Frau abhören. So, wieder anwesend und... Oh mein Gott. Das wäre teuer gewesen. Wir befinden uns ja nun mal im Ausland und im Ausland ist Schnellfahren immer teurer als im Inland. Der Wagen sieht ja cool aus. Der gelbe. Oh, fuck. Bin ich froh, dass wir die Winterreifen drauf haben. Wie gesagt, die sind auch hinten drauf, auf dem Anhänger, ein bisschen frosty sichtbar. Aber hier sieht man halt das etwas dickere Profil auf den Reifen, dass wir einen schönen Winterreifen draufgezogen haben. Aber ich glaube nur auf dem hintersten. Leute, ich klopfe mal kurz auf Holz. Das ist die erste Tour dieses Jahres und wir haben keinen Unfall gebaut. Keinen einzigen Unfall. Das ist unfassbar. Wie lange ist das her, dass wir ETS gefahren sind und keinen Unfall gebaut haben? Jetzt muss ich gucken. Irgendwo hier müssen wir links abbiegen. Und irgendwo hier geht es zu der Firma. Ist ein bisschen verschneit. Die Firma hätte ein bisschen... mehr streuen können. Alles gut. Alles ist in bester Ordnung. Sieht bestimmt geil aus, wenn das Rad nachgibt und der LKW nachgibt und sagt so, okay, ich verlasse euch. So. Einmal abbiegen. Das freut mich tatsächlich, dass wir heile angekommen sind. Also das ist auch eigentlich... ein Ding der Unmöglichkeit, bei diesen Wetterverhältnissen so ein scheiß Ding zu fahren, aber nicht für uns. Wir machen sowas, weil wir sind Profis und deswegen sagen wir so einen Auftrag nicht ab, wegen so ein bisschen Schnee. So. Ich weiß gar nicht, ob wir eine mitlenkende Achse haben. Ja, das letzte Rad lenkt mit, somit kriegen wir diese Kurve wunderbar. Hier, die Reifen geben auf.
Oh, herrlich. Herrlich. Noch ein Stück. Herrlich. Und lenken, 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 lenken. Noch ein bisschen gerade fahren. Und jetzt einlenken und das Ding sitzt wie eine Eins. Das gibt's doch gar nicht. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir das schaffen. Wow. Motor aus, Elektronik aus, Handbremse rein, Auftrag abgeben. Und da kann man mal klatschen. Sieht gut aus. Hey, 12.000 Ocken. Das ist gut. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, meine ETS 2-Lust ist back. Bis dahin, bleibt mir seid Dank fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Tschüss.